Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Und ihr seht es schon, wir spielen Hellblade: Senua's Sacrifice. Im Mai erscheint nämlich der zweite Teil und es wird langsam Zeit, den ersten Teil zu spielen. Vielleicht kennt ihr das Spiel schon, ich meine, es ist ja schon ein bisschen draußen. Ich möchte trotzdem hier mal kurz einblenden, es gibt eine Triggerwarnung und man kann auch zu viel Triggerwarnungen aussprechen, das weiß ich, aber ich glaube, die ist wichtig. Lest ihr euch kurz durch und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich bin sehr nervös, aber ich freue mich auf das Spiel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und können wir mal kurz festhalten, wie schön ich dieses Bild finde im Menü. Ja, aber neues Spiel und los geht's. Hello. Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. What? He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. They can feel what is coming. She turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already coming. You coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? She's in hell high. Look, up ahead. Hellhive. You see it too? You promised you came here to me. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. It's not safe. Look around and you will see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? They're going to do that to you. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back.
What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Okay. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Das Spiel ist ein bisschen düsterer und anders als jedes Spiel, was ich zumindest bisher gespielt habe. Ich glaube, die Atmosphäre wird sehr bedrückend. Aus diesem Grund werde ich dieses Spiel genießen und spielen, aber nicht auf die Zeit achten, wie lang jetzt meine Folge geht. Das heißt, ich werde spielen, solange ich es aushalte, und dann im Nachhinein Folgen schneiden. Es kann sein, da ist meine Folge etwas länger und meine Folge etwas kürzer. Ich werde nicht in jeder Folge Hallo und Tschüss sagen, aber ich hoffe, das versteht ihr. Denn ich möchte das Spiel ja auch genießen und nicht abgelenkt sein, dadurch, dass ich immer auf die Uhr schaue und ich dann passt die Folge beende. So, das wollte ich auch noch sagen. Und ich hoffe, es ist hier grafisch so eine Art Filmkörnung auf dem Bild. Ich hoffe, die ist in der Aufnahme nicht zu störend, aber ich glaube, ich kann das auch nicht ausschalten. Deswegen, ja, müssen wir jetzt damit leben. Aber ich würde sagen, wir gehen mal los und ich hoffe, dass das grafisch auch alles passt und ich das jetzt nicht alles zu hoch eingestellt habe. Also, seid ihr ready? Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Spiel, aber ich freue mich. Deswegen laufe ich jetzt los. Use your eyes. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look, Senua.
Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, wahrscheinlich, wenn ihr Kopfhörer aufsetzt und dieses Video schaut, habt ihr nochmal ein ganz anderes immersives Gefühl. Ich höre über meine Kopfhörer genau, aus welcher Richtung diese Stimmen kommen. Die ich übrigens hoffe, dass ihr die auch hört. Die sind natürlich manchmal ein bisschen leiser. Deswegen vielleicht mit Kopfhörern schauen, das Let's Play. Okay, also ich kriege hier auf jeden Fall gerade nicht die Steuerung erklärt. Es hieß nur, ich soll es mir etwas genauer anschauen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Muss ich erst weitergehen? Ich bin schon überfordert. Das Spiel hat gerade angefangen. Einfach überfordert. Ich drücke auch gerade die unterschiedlichsten Tasten, aber es passiert nichts. Ich kann einfach nur laufen, glaube ich gerade. Also ich sag mal so, die Stimme sagt mir, ich soll zurückgehen. Aber... ich habe, glaube ich, eine Taste gefunden, mit der ich fokussieren kann. Ich probiere es mal. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Okay. Bisschen ungemütliches Wetter und eine ganz ungemütliche Stimmung. Was right. What was it he said?
The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich in diesem Let's Play gar nicht so viel sagen kann. Dann lassen wir das Spiel einfach komplett auf uns wirken. Alle miteinander, ihr und auch ich. Ich möchte halt auch ungern immer dazwischen reden, weil die Atmosphäre ist schon, also gerade in dem Abschnitt, ich dachte wirklich, da ist jemand hinter mir. Das finde ich gerade sehr beeindruckend, aber macht mir auch echt... nicht Angst, aber ich habe Respekt vor diesem Spiel und das jetzt schon. Ah, ich kann rennen. Okay, ich habe eine neue Taste herausgefunden. Ich rennen kann. Es sieht auch schön aus. Ich kann nicht anders sagen, aber das Spiel sieht einfach schön aus. Und es hing. Ich schau mal, ob das die Seltenheit bleibt. Dann würde ich es nämlich gern auf der Grafikqualität lassen. Ansonsten muss ich es vielleicht später noch ein bisschen runterregulieren. The Bridge to Helheim. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Ich habe die Qualität doch gerade mal von sehr hoch auf hoch runtergestellt. Ich fand das Ruckeln jetzt nicht zu anstrengend, aber es muss ja vielleicht auch nicht sein. Mal gucken, ob sich das jetzt bessert. Ist wieder so ein Stein, oder? The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel.